Für ihr beispielhaftes ehrenamtliches Engagement in der Jugendhilfe wurden am 11. Juli 6 Projekte, Vereine und Einzelpersonen mit dem Preis des Jugendhilfeausschusses des Kreistages Ludwigslust-Parchim ausgezeichnet. Die Übergabe fand in den Räumen der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin in Hagenow statt. Preisträger in der Kategorie Einrichtung Gruppen waren der Jugendrat der Stadt Ludwigslust, der Kinoclub Beutzenburg und der Verein Dialog und Action Sternberg. Sie erhielten jeweils 1.000 Euro. Mit jeweils 665 Euro wurden 3 Einzelpersonen für ihr besonderes Engagement geehrt. Bianca Büttner von der Jugendbegegnungsstätte Wirbelin, Harry Tarasso vom ASB-Projekt Sportstadt Gewalt in Sternberg und Elke Vosshage, Ortskinder- und Jugendpflegerin in der Gemeinde Verlahn und deren Ortsteilen. Dieses Engagement, was ja häufig nach Feierabend stattfindet, gilt es ja hoch wertzuschätzen. Das kann man gar nicht genug hoch wertschätzen. Und deswegen sind wir natürlich gerne bereit, hier auch mit dem einen oder anderen Euro, sei es direkt aus unserer Sparkasse oder aus unseren beiden Stiftungen, zu unterstützen. Das gehört einfach zur Tätigkeit einer Sparkasse dazu, dass wir wirklich die Jugend- und Kinderarbeit unterstützen, dass wir in der Gesellschaft Engagement zeigen als örtliche Sparkasse. Der Preis des Jugendhilfeausschusses des Kreistages Ludwigslust-Parchim ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Das Preisgeld stiften die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und die Sparkasse Parchim-Lübs.